Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja Leute, ich grüße euch. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer nochmal 0800 220 5050. Und der erste Mensch, der heute Nacht bei mir hier in der Leitung ist, ist eine Frau. Und die Frau heißt Daniela und sie ist 47 Jahre alt. Hallo. Hallo Jürgen. Hallo Daniela. Um was geht's? Also es geht darum, dass ich schon seit 10 Jahren ein Verhältnis zu einem Mann habe. Ich muss dazu sagen, ich war fast 30 Jahre verheiratet. Mhm. Ist das immer noch? Ja. Mhm. Mein Mann lebt allerdings mit einer anderen Frau zusammen seit 1,5 Jahren. Ja. Er hat es nicht gewusst, dass ich ein Verhältnis hatte, aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass er mich die ganzen Jahre schon betrogen hat. Wer hat denn wen länger betrogen? Er mich. Also wie lange hast ihn 10 Jahre betrogen, 9 Jahre ungefähr? Ja. Und er dich? Er hat mich eigentlich während unserer ganzen Ehe betrogen. Während der ganzen Ehe? 30 Jahre lang? Ja. Das ist ja hart. Das ja, gut, alles habe ich nicht gewusst. Vieles kam jetzt im Nachhinein raus. Mhm. Die ganze Zeit. Habt ihr Kinder? Ja. Alle erwachsen. Wenn man das erfährt, bricht da nicht einem eine Welt zusammen? Ich muss das anders sagen. Ich habe meinen Mann, als ich ihn kennengelernt habe, abgöttisch geliebt. Ich habe alles für den getan. Mhm. Er war beruflich sehr viel unterwegs und einige Sachen habe ich natürlich auch während der Ehe erfahren. Und ich habe immer gesagt, also ich hatte ein riesengroßes Herz mit Liebe und mit allen Dingen, die passiert sind, ist immer so ein Stückchen weggegangen. Mhm. Und da ich also, ich würde mal sagen, 3/4 meines Lebens mit den Kindern alleine war, habe ich einfach Nähe und Geborgenheit gesucht. Und die habe ich dann eben halt bekommen. Das war nicht geplant. Bei deinem Freund? Ja, den kenne ich allerdings auch schon fast 20 Jahre und 8 Jahre ist nichts passiert. Ja. Oder also, ja, 10 Jahre ist nichts passiert. Habt ihr beiden Eheleute so nebeneinander betrügend gelebt, ne? Kann man sagen. Ja. Ja. Wie ist denn das Verhältnis jetzt zwischen dir und deinem ehemaligen Ehemann? Gespannt, sehr gespannt. Mhm. Aber wenn ich das jetzt erzählen würde, dann brauchen wir, glaube ich, 3 Wochen. Mhm. Wobei eigentlich es sich doch auflösen könnte, in Frieden. Ja, würde gehen, aber... Wo hakt es am meisten? Das hat auch mit dem Finanziellen zu tun. Ah so, ah ja. Ja. Das hat nicht, dass ich jetzt finanziell von ihm abhängig bin, sondern er von mir. Ah ja. Sehr? Völlig? Ja. Ah ja. Ja. Mhm. Was ist der Hauptgrund, weswegen du angerufen hast? Der Hauptgrund, weswegen ich angerufen habe, ist dieses Verhältnis, was ich habe. Ich habe also immer gewusst, wir haben immer gesagt, wir sind beide verheiratet und eine Trennung kam für uns beide nicht in Frage. Ja. So, und jetzt bin ich ja nun mal schon getrennt. Mhm. Jetzt fällt ihm plötzlich ein, also in der Zwischenzeit gab es immer mal Situationen, wo wir beide gesagt haben, also ich kann nicht mehr oder er wollte nicht mehr. Mhm. Das hat aber nie geklappt. Wobei er in seiner Ehe, ich sag mal, nicht unglücklich ist, wenn man wie Bruder und Schwester zusammen leben kann. Ja. Und nur das eine vermisst, was man sich woanders holt, funktioniert. Das heißt, im Moment ist er, also dein Freund, ist noch in der Ehe drin. Ja. Mhm, ja. Ja. Aber jetzt fällt ihm plötzlich ein, dass er so, wie es ist, nicht mehr leben will. Und nicht mehr wie es so ist? So mit diesem Verhältnis oder mit seiner Ehe, er will jetzt also seine Beziehung zu Hause prüfen, ob da noch was zu machen ist oder nicht. Ach so, das heißt, eure Beziehung steht jetzt auch auf der Kippe, eventuell. Wenn sie sagt, ja, wir versuchen es und ich meine, da sind nicht nur die sexuellen Probleme, da gibt es auch andere Probleme. Ja. Wenn sie sagt, okay, wir versuchen es, also dann werde ich zum Teufel geschickt. Kann es sein, dass er irgendwie jetzt dadurch, dass du getrennt bist von deinem Mann, dass der Angst bekommen hat? Nein. Nein. Nein, weil ich nie gesagt habe, ich verlange von ihm, dass er sich trennt. Mhm. Ich habe es nicht verlangt. Was mich jetzt eigentlich nur stört, ist, dass ich letztendlich mehr oder weniger für ihn auch all das aufgegeben habe, selbst wenn es ein oder keine glückliche Ehe war. Mhm. Hast du, nachdem du dich getrennt hast von deinem Ehemann, hast du dem Freund, dem Geliebten, das so auch irgendwie so
näher gebracht und hast ihm das gesagt? Hier? Das war nicht so, dass ich mich von meinem Mann getrennt habe. Mein Mann hat sich von mir getrennt. Weil? Weil er die andere hatte. Weil er das aber noch nicht wusste, dass nein, du nein. Dinge. Ja. Nein, nein, das heißt, du hast da gar nicht. Das heißt, du hast da gar nicht viel aufgegeben. Du bist ja getrennt worden. Ja. Ne? Wenn du aufgegeben hättest, dann hättest du dich ja getrennt. Ja, aber ich wäre heute nicht getrennt, wenn ich meine Ehe so weitergeführt hätte, wie es zuletzt war. Das verstehe ich nicht, aber er hatte doch seine Freundin. Ja, aber er hätte sich, ich sag mal einfach so, an meinem Verhalten, weil er hat gemerkt, dass ich ihn ja nicht mehr unbedingt wollte. Ach so. Er hat dann wiederum auch reagiert auf dich, weil du ein bisschen distanzierter warst und so. Ich verstehe. Aber Daniela, sind das nicht Spitzfindigkeiten? Ist es nicht letztendlich sehr richtig, erstmal der erste Schritt, dass du von deinem Mann weg bist? Mhm. Finde ich. Und dass das jetzt mit dem Freund sich verkompliziert, ist eine traurige Sache, aber eine ganz andere Sache, finde ich. Letztendlich, so wie du es gerade geschildert hast, hättest du schon viel früher von deinem Mann, du hättest weggehen müssen von deinem Mann. Und du bist es nicht. Weil du in einer fulminanten Lüge gelebt hast. Und auch. Weil sie bequem war. Ja, weil es bequem war. Du aber abgrundtief unzufrieden warst. In dieser Ehe. Ja. Ja. Also bewerten wir das doch erstmal als positiv, dass du weg bist von ihm. Du bist noch nicht richtig weg, aber ihr seid getrennt. Ja, richtig. So. Das ist doch erstmal, eigentlich muss das doch eine Erleichterung sein für dich. Ja, das war ja auch eine Erleichterung. Aber was mich jetzt eben halt stört, ist das. Aber es ist doch Wahnsinn, jetzt darüber nachzudenken, ach, hätte ich mich vielleicht dann doch ein bisschen anders meinem Ehemann gegenüber verhalten, dann könnte ich jetzt dann doch noch so weiter in dieser Ehe leben. Das ist doch schrecklich. Du sollst doch gar nicht mehr in dieser kaputten Ehe leben. Das ist ja fast schon eine Fügung, dass es nun endlich so gekommen ist, nach so vielen Jahrzehnten, dass er dann gesagt hat, aufgrund deines Verhaltens, na gut, dass er gesagt hat, komm, wir trennen uns. Ja, wenn ich diesen Mann, den ich da habe, wenn ich den nicht heute so lieben würde, hätte ich mich meinem Mann gegenüber ja nicht so verhalten. Es waren ja nicht, ich muss es anders sagen. Ich verstehe, wir haben ja beide gewusst, dass wir Ehepartner haben und haben immer gesagt, mir hat was gefehlt, weil ich alleine war und er hatte das nicht. Trotz allem, dass er jeden Tag zu Hause war, uns hat beiden was gefehlt und wir haben ja eigentlich nichts weggenommen. Mhm. Mhm. Und mein Mann war relativ wenig zu Hause. Aber was war denn da, was da noch gut war? Warum sollte das noch zusammen sein? Vielleicht, weil wir uns sehr viel aufgebaut haben, was jetzt natürlich alles kaputt geht. Also wir reden da nur über Materielles? Ja. Auch traurig, wenn es um eine Beziehung geht. Ja, es geht mir nicht so sehr um meinen materiellen Stand, sondern ich bin von zu Hause aus, habe ich also gar nichts gehabt. Mhm. Und ich war eigentlich immer so der Meinung, dass das, was wir uns aufgebaut haben, dass das irgendwann mal für die Kinder ist. Wie kommt das eigentlich, dass er von dir materiell abhängig ist, wenn du auch nichts gehabt hast früher? Wir haben uns zusammen was aufgebaut. Mein Mann hatte mal eine Selbstständigkeit. Ja. Die aus steuerlichen Gründen, oder er hat dann eine Sache, wenn ich das jetzt erzählen würde, würde man mich erkennen. Gut, dann lass das sein. Also es hat sich irgendwie so ergeben, dass du jetzt da die Hände auf dem Geld hast. Richtig. Ja. Mhm. Ja. Gut. Das ist wirklich auch eine Sache und das ganze Materielle und das andere ist letztendlich die Gefühlsverstrickungen und dein Befinden. Ich bin heute todunglücklich. Mhm. Das erstaunt mich so sehr. Ja. Weil ich eigentlich finde, dass du bist, ich sag, erst 47. Das heißt, da ist eine Chance nochmal für einen einschneidenden Neuanfang. Auch vielleicht gar nicht mal mit dem Typ, mit dem du jetzt da 10 Jahre befreundet bist. Wenn der rumzickt jetzt. Um den geht's ja gar nicht. Es geht um dich. Es geht darum, dass du für dich, für dein Leben eine neue, klare Linie findest. Und das sehe ich jetzt, dass sich da was entwickelt hat. Aber ich sehe sie nicht. Ich liebe diesen Mann. Gut, das ist aber nicht dein Ehemann. Nein. So, dann lass uns doch auf jeden Fall sagen, es ist gut, dass du getrennt bist von deinem Mann. Das wäre ja schon mal ein Schritt. Ja. So, das andere ist jetzt, das können wir nicht erzwingen. Schön wäre es natürlich, wenn ihr zueinander finden würdet, du und dein Freund. Aber wenn das nun nicht ist, ist es eine Enttäuschung, es ist traurig, es ist schlimm. Ja, nur ich verstehe es nicht. Wenn er mir sagt, er will es zu Hause, will er es klären, was sich jetzt auch schon Wochen hinzieht, weil sie eben halt nicht Quark kommt. Verstehe ich auch nicht. Wenn man 10 Jahre mit jemandem eine Affäre hat und vorgibt, er hat ja vorgegeben, dass er dich sehr gerne mag, ne? Nein, er hat gesagt, er liebt mich. Er liebt dich. Ja. So.
Deswegen war gerade meine Überlegung schon, der Bursche ist in Panik geraten, sich jetzt entscheiden zu müssen, nachdem du getrennt bist. Nein, er musste sich ja nicht entscheiden. Ja, aber so irgendwie hast du die Erwartung ja vielleicht doch ausgestrahlt. Nein. Mhm. Nein, ich weiß, dass er sich, oder anders, ich habe nie erwartet, dass er sich von ihr trennt. Auch nicht, nachdem mein Mann ausgezogen ist aus meinem Haus oder so. Ja. Ich habe das nicht erwartet. Ja. Er ist im Moment so drauf, dass er sagt, also er will das zu Hause klären, wobei sie nicht aus dem Quark kommt. Und mir dann sagt, also wenn sie will, wird er sich für sie entscheiden. Aber ich soll warten und nichts überstürzen. Mhm. Das heißt, ich soll noch nicht rausgehen, ich soll noch nicht nach einem anderen gucken. Mhm. So, und da fängt es an, heikel zu werden. Du kannst nichts unternehmen, wenn er sagt, ich will das zu Hause klären, dann muss das klären. Eigentlich hätte er schon länger klären müssen. Nun gut. Aber er kann nicht zu dir sagen, hier, Daniela, warte endlos ab. Und da musst du dann Frau sein und sagen, pass auf, okay, aber nur bis zu dem Zeitpunkt. Und dann bin ich wirklich auch weg, dann ist es vorbei. Das ist das Schlimme, er weiß das alles von vornherein. Er sagt mir, entweder kann ich gewinnen oder verlieren. Er kann mir das nicht zumuten und er könnte verstehen, dass ich nicht auf ihn warte. Und das Schlimmste, was ihm passieren kann, ist, dass er sich von ihr letztendlich trennt und ich weg bin. Mhm. Ja, klar. Poker hoch. Ich würde an deiner Stelle hochpokern und wirklich auch so eine Grenze ziehen. Auf die Gefahr hin, vielleicht, dass du ihn wirklich verlierst, dass ihr euch verliert. Aber dann ist auch mit dem Typ irgendwas nicht richtig in Ordnung, finde ich. Dann ist es auch letztendlich gar nicht so dramatisch, obwohl es für dich sehr dramatisch ist, das ist mir schon klar. Ich würde mal gerne noch eine Fachfrau und eine Frau hinzuziehen, die das ein bisschen vielleicht auch noch von einer anderen Warte beurteilt, nämlich meine Psychologin, die jetzt zugehört hat. Mhm. Das bedeutet, Daniel, dass du auflegst und die Heide dich gleich nochmal anruft. Ja. Das heißt, sofort anruft. Okay. Und dann könnt ihr es weiter erörtern. Ich sage dir nochmal abschließend, sei froh, dass du aus der Ehe raus bist. Ja, das bin ich ja. Mehr oder weniger raus bist. Ja. Und mach bloß keine Fehler, dass du da irgendwie vielleicht versuchst, wieder zurückzuflutschen. Nee, das geht auch gar nicht. Das ist ein großer Fortschritt, wenn auch ein sehr schwieriger Fortschritt. Nein, das geht auch gar nicht. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben heute Abend frei, freie Themennacht. Morgen ist ein Thema bei uns angesagt. Morgen heißt das Thema Geschichten rund um den Mund. Und da möchte ich einfach über Mund und Münder und über Krankheit und Erotik und über Skurrilitäten, über Piercing im Mund oder ich weiß es nicht, alles was mit Mund zu tun hat, Geschichten rund um den Mund. Das ist unser Thema morgen. So, und wenn ihr ins Internet geht, www.nachtlager.de, das ist die Domian-Fanseite im Internet, da wird zurzeit ein Wunschthema zur Abstimmung gestellt. Ihr könnt mit abstimmen, welches Thema wir nächste Woche Mittwoch machen. Also wenn ihr reinklickt, www.nachtlager.de, könnt ihr bis Freitag noch abstimmen und nächste Woche Mittwoch machen wir dann das Thema, für das ihr euch entschieden habt. Jetzt machen wir weiter hier mit Werner und Werner ist 49 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ja, Werner. Um was geht's? Es geht um Folgendes. Ich bin seit dem 1.3. diesen Jahres von meiner Frau getrennt. Ja. Beziehungsweise sie ist ausgezogen. Hab seit dem 1.2. eine Bekannte, eine Freundin. Sie hat eine Freundin. Eine Freundin. Sie. Hab ich. Du, ja. Seit dem ersten. Aber das hat mit der Trennung nichts zu tun gehabt. Also ja. Absolut nicht. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja, wie lange wart ihr verheiratet? Wir sind noch verheiratet. 24 Jahre im August. Ja. Jetzt habe ich meine jetzige Freundin, mit meiner Ex betrogen. Du hast deine jetzige Freundin. Ja, wo ich mit jetzt deiner Ex. Du hast deine jetzige Freundin mit deiner Ex betrogen. Richtig. Mit meiner Ex, nicht mit meiner noch Frau. Ist mit, es der, noch. Mit der Frau. Ja. Warum? Ja, das frage ich mich. Ja, ich dich auch. Das glaube ich. Wir haben also ein super Verhältnis. Ja. Meine Freundin, das stimmt eigentlich alles. Ja. Das Zusammenleben, wir sind also fast nur Wochenende zusammen. Ja. Und das ist alles hundertprozentig. Der Sex stimmt, da gibt es überhaupt nichts zu rütteln und zu schütteln. Ja, also tolle Liebe, groß verliebt, alles wirklich im Reinen. Ja. Wieso habt ihr euch denn, hast du dich von deiner Frau getrennt? Ja, das war, normalerweise kann man sagen, war das schon 5 Jahre eher fällig gewesen. Das war nur noch so ein Hin miteinander und dass man zusammen gewohnt und gelebt hat, aber da war nichts Großes. Also kein Sex mehr?
Ab und zu, ja. Ab und zu. Aber wie gesagt, habt ihr auch viel gezofft miteinander? Oder? Nur. Also da ist überhaupt keine Liebe mehr. Also in dem. Keine Liebe mehr, kaum Sex, nicht mal mehr große Freundschaft. Nein, das ist jetzt durch die ganze, weil die Scheidung am Rollen ist, ist also noch schlechter geworden. Noch schlechter geworden als vorher. Ja. Also alles wirklich kaputt letztendlich zwischen dir und deiner ehemaligen Frau. Ja, jetzt aber gehst du nochmal in die Kiste mit deiner Frau. Ja, das verstehe ich auch nicht, selber nicht. Das kann wie ist es denn dazu gekommen? Wie ist es dazu? Sie brauchte noch einige Sachen und so und dann haben wir ein paar Mal SMS und hin und her und komm mal und wie das denn so ist, ne? Ja, nee, nicht wie das denn so ist. Dann holt man sie die Sachen, aber dann geht man sich nicht an die Wäsche in so einer Situation. Ja, es ist aber trotzdem passiert. So, du bist aber auch keine 13 oder so, wo irgend sowas dann vom Himmel fällt und man da fassungslos daneben steht. Du bist ein Kerl von 49 Jahren. Richtig. Wer hat denn damit angefangen? Sie hatte mir ein paar Mal geschrieben, sollte mal vorbeikommen. Nee, in der Situation meine ich. Ich sehe euch da in der Wohnung, du willst irgendwie Sachen abholen. Bei ihr ist das passiert. Ja, richtig. Ja, du willst Sachen abholen und dann? Ja, dann ist es so in Gange gekommen, dass wir geredet haben erst und dann ist es doch noch und sie will wohl noch vielleicht festhalten. Ich will wissen, wer zuerst den ersten Schritt gemacht hat. Hat sie dir... Sie hat den ersten Schritt gemacht. Sie ist hier an die Hose gegrabbelt. Ja, so in etwa. So, nun gehören zu so einer Aktion immer zwei Menschen. Richtig. Einer, der vielleicht den ersten Schritt macht und der andere, der dann mitmacht. Richtig. Du hast mitgemacht. Mitgemacht, genau. Aus sexueller Begehrlichkeit? Nee, kann ich nicht sagen. Vielleicht auch, ich weiß es nicht genau, kann ich nicht sagen. Also das ist ja ein Rätsel, warum, ne? Ja, das ist schon sehr schlimm, dass du selbst nicht mal so ein bisschen dir auf die Schliche kommst, warum du das getan hast. War es denn wenigstens schön? Das kann ich auch nicht mal sagen. Aha, was kannst du eigentlich sagen, dass es passiert ist? Dass es passiert ist, ja. Mhm. So die schnelle Nummer? Ja. Ja, und danach bist du dann zurückgefahren und hast den Kopf geschüttelt und hast gesagt, hä, was ist gerade passiert? War das ein Film oder wie? Ja, richtig. Mhm. Dann kam aber ja, das ist ja dreimal passiert. Wie bitte, das ist dreimal passiert? Ja, hör mal, Werner, also dann bist du aber wirklich selbst hammermäßig schuld. Ja, ich glaube, dass man das einmal vielleicht unter Umständen in den ganzen Wirren der Gefühle, in denen du steckst. Es kam ja das zweite und dritte Mal einfach dazu, dass sie mich versucht hat zu erpressen. Sie hat gesagt, wenn du nicht nochmal kommst, dann sag es, ich esse deiner Freundin. Und du Depp? Bist darauf eingegangen? Ja, und dann habe ich, nach dem dritten Mal habe ich gesagt, Feierabend, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr und mache es auch nicht mehr. Und dann hat sie das natürlich meiner Freundin gesteckt, ne? Also selbst da warst du nicht Manns genug und hast es direkt deiner Freundin erzählt. Ja, und das ist das Problem, ja. Sie hat zu mir gesagt, meiner Freundin, wenn du es mir gesagt hättest, wär ich vielleicht noch besser damit klargekommen. Aber Werner, das ist doch völlig normal. Wenn du direkt beim allerersten Mal... Warum das auch immer passiert ist, lassen wir es mal dahingestellt sein. Wenn du beim allerersten Mal zu deiner Freundin gegangen wärst und hättest gesagt, so wie du es mir gerade erzählt hast, irgendwie habe ich einen Blackout gehabt und es ist passiert, bitte verzeih mir. Dann natürlich hätte sie wahrscheinlich eher verziehen, aber wenn du das dann noch dreimal machst und dann erfährt sie es auch noch von deiner Frau, wäre ich anstelle deiner Freundin auch rotzsauer, aber wirklich. Ja, es ist alles noch da. Das Miteinander mit meiner Freundin und das ist alles so normal, wie es immer war. Ja, aber es ist erschüttert. Das Vertrauen ist angerissen. Ja, und darum geht's natürlich. So, jetzt ist deine Aufgabe, dieses Vertrauen irgendwie wieder aufzubauen. Ja, und das ist das, was ich gerne mal von dir hören will, was ich machen kann. Das glaubst du, dass ich dir jetzt hier sage, mach dies, mach jenes und das und dann ist das Vertrauen wieder. Nein, aber was überhaupt zu machen wäre, also sie will... Auf alle Fälle, sie liebt mich. Mhm. Und ich liebe sie auch abgöttisch. Mhm. Sie will sich nicht trennen von mir. Mhm. So. Aber es ist natürlich momentan immer wieder Stresssituationen. Werner, das ist ja, du kannst ja nur von Glück reden, dass die Frau dir nicht den Laufpass gibt. Ja. Sie liebt dich und offensichtlich verzeiht sie dir sogar diese drei Fehltritte. Ja. Das Einzige, was du tun kannst, ist, dass du dich ab sofort 150% korrekt deiner Freundin gegenüber verhältst. Nur da. Und nur langsam und mit Zeit kann das Vertrauen wieder richtig aufgebaut werden und gefestigt werden. Nichts anderes kannst du tun. Es gibt keine Zauberlösung jetzt und das Vertrauen ist wieder top da. Nur so kannst du es machen. Gut, wir haben jetzt auch also vor, ich glaube am 20., dass wir nochmal zu einer Paarberatung gehen.
gut, auch eine gute Idee. Also du und deine Freundin. Ja, beides zusammen. Perfekt, gut. Finde ich eine gute Idee. Finde ich wirklich eine sehr schöne Idee. Das hat sie gleich eingefädelt, weil vor allen Dingen der... Aber da siehst du mal, wie viel ihr an der Beziehung liegt, dass sie, was sie, wie aktiv sie ist. Und jetzt reißt du dich verdammt nochmal am Riemen für die nächste Zeit, dass nicht irgendwelche seltsamen Dinge mehr passieren. Mhm. Na? Gut. Nur so geht's. Und geh zur Paarberatung und dann hoffen wir, dass sich das Ganze wieder richtig einrenkt. Alles klar. Na? Und keine dummen Geschichten mehr. Na? Gut, und noch ein Lob an deine Sendung. Danke, Werner. Ich höre dich seit 5 Jahren. Das ist schön, freue ich mich. Bleib uns treu. Alles klar. Okay, tschüss. Ich bedanke mich, Jürgen. Jo, tschüss. Tschüss. Morgen heißt unser Thema Geschichten rund um den Mund. Und ich möchte gerne mit euch reden über Skurrilitäten betreffend den Mund, über Krankheiten im Mund, über Essen vielleicht auch. Was hat ja mit Mund auch zu tun? Was ihr vielleicht alles schon an seltsamen Dingen durch den Mund habt gehen lassen, gegessen habt. Sex natürlich, knallharter Mundsex oder so. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, was man so erzählen kann. So. Wen haben wir jetzt? Sandra, 30 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo, Domian. Hallo, Sandra. Weswegen rufst du an? Ja, Domian, ich rufe an. Erstmal schaue ich sehr auf deine Sendung und wollte dir ein großes Kompliment machen. Dankeschön. Ich finde es schön, wie du für die Menschen da bist. Und da kann ich gleich übergreifend erzählen. Und zwar, ich rufe an, es geht mir um Daniel Kübelberg. So. Und zwar habe ich mich in den kleinen Kerl, kann man so sagen, verliebt. Da lacht sie selbst. Bitte? Ne, und da lacht sie selbst. Ja, ich lache deshalb, weil ich es außergewöhnlich finde, weil mir es in meinem ganzen Leben nicht passiert ist. Bist du denn bist du in festen Händen zurzeit? Ja, ich bin 8,5 Jahre verheiratet. Dein Mann ist wie alt? Dein Mann ist wie alt? Mein Mann ist jetzt 36 Jahre. Also in einem guten Alter. Ja, er schläft gerade, also sonst dürfte ich jetzt nicht anrufen. So, jetzt erzählst du mir als gestandene, ihr habt Kinder wahrscheinlich auch? Nein, wir haben keine Kinder. Gut, als gestandene Frau, 36-jähriger Mann, so viele Jahre verheiratet. Du hast dich in den Knaben, Daniel Kübelberg. Also es hat gar nichts mit dem Knaben zu tun. Also der Junge könnte auch älter sein, der könnte auch 30, 40 Jahre sein. Mir geht es um die Person. Das glaube ich nicht. Wenn der 40 Jahre alt wäre, hättest du dich nicht in den verliebt. Das hat damit, glaube ich, gar nichts zu tun. Dann wäre der nicht mehr so wie er ist ja nein, nur... Nein, mir geht es ja um ganz andere Dinge. Und zwar... Sag mir erst... Was heißt verliebt? Du bist verliebt in Daniel Kübelberg. Was heißt das? Die ganze Person finde ich Wahnsinn. Und was? Ich kann dir auch erklären, warum. Ja. Erstmal ist es so, dass ich jede Nacht träume von ihm. Und das liegt daran, dass er mir so viel positive Energie gegeben hat und dass er in meinen Augen ein Idealmensch ist. Denn er hat eine ganz schwere Kindheit hinter sich, die ich im Buch gelesen habe. Ich fasse mich jetzt ganz kurz. Ja. Und ich finde es Wahnsinn, dass er so ein toller Mensch ist, der seine Gefühle zeigt, also Energien, klare, du kriegst gute, positive Energien von Daniel. Die habe ich absolut von ihm abbekommen. Du träumst, lass mich rein, ich muss immer zwischendurch fragen, sonst kriege ich nicht die Informationen. Du träumst nachts. Was träumst du von ihm? Träumst du auch Erotisches von ihm? Nein, das gar nicht. Also ich träume von ihm zum Beispiel, wie wir in den Bergen sind, wie wir über Wiesen rennen, wie er mir Lieder singt und ich mag einfach seine Stimme sehr gerne. Ich mag seinen wilden, sexy Tanz. Ich habe ihn schon im Konzert gesehen und da ich ja nun jetzt auch 30 Jahre alt bin, habe ich schon viele Konzerte in meinem Leben gesehen, aber noch nie ein solches wie seins. Er bringt so viel Freude, er musste... Also. Zugaben geben und jedes Alter liebt ihn. Nein, ich habe letztens eine 50-jährige Frau kennengelernt und auch eine 49-jährige. Ja. Die sind tätowiert von ihm. Ich bin übrigens auch tätowiert. Die sind auch völlig baff. Ja, pass auf, Sandra. Ja, und nein, wenn du sagst, verliebt, ne? Was? Ja. Du, habe ich schon gehört, dass du völlig begeistert bist. Ja. Das haben wir jetzt schon verstanden. Ja. Was bedeutet dieses Verliebtsein denn noch? Ja, das bedeutet für mich einfach, er ist für mich ein Mensch, der mir so viel Liebe im Leben gegeben hat, so viel Halt. Aber du kennst ihn noch gar nicht. Hatte. Aber du kennst ihn noch gar nicht. Er kann dir doch keine Liebe geben. Doch, das hat er vermittelt. Also durch sein ganzes Auftreten, durch seine Interviews, wie er sich gibt, er ist absolut ehrlich. Ja, aber er kann dir ja keine Liebe geben. Er kennt dich ja gar nicht persönlich. Man kann nur einem Menschen Liebe geben, den man auch kennt. Na, ich sag mal, es gibt ja auch den Dalai Lama. Das klingt jetzt komisch. Oder es gibt ja solche Menschen, die Liebe und Freude vermitteln im Leben. Gut, das ist, glaube ich, ein bisschen gewagter Vergleich. Na, wenn du weißt, was ich meine. Aber du würdest auch nicht sagen, ich bin verliebt in den Dalai Lama. Das ist ja noch ein ganz anderes Ding. Was sagt denn dein Mann eigentlich dazu? Ja, das ist jetzt das Problem, ja. Ihm ist das ein bisschen viel, weil ich habe alles von ihm gesammelt. Ich habe sämtliche Bilder. Kann ich völlig verstehen. Bravo
Kann ich völlig verstehen. Alle Bilder, wie ich nie in meinem Leben getan habe, von irgendeinem Menschen. Also du bist ein richtiges Jeckes Huhn in Sachen Daniel. Ja, richtig, genau, ja. Ich bin so richtig für ihn da. Ich stehe so hundertprozentig gerade für ihn. Also verstehe ich, alles klar. Und dein Mann sagt, das ist mir nur mal zu krass. Mir geht das alles tierisch auf den Geist. Ja. Und weiter? Droht er dir irgendwas an? Oder und es ist bei mir so, dass ich jetzt mittlerweile überlegt habe, ich habe mal jetzt über einige Monate nachgedacht, seitdem mir Daniel so nah gegangen ist, ob ich nicht mein Leben ändere. Also ich habe es insofern schon mal geändert, dass ich ungefähr über 20 Kilo abgenommen habe, voller Freude durch Daniel alleine. Von was auf was? Ich hatte über 90 Kilo gewogen, jetzt kriege ich unter 70. Also es steigert sich auch weiter. Ja, weil ich gerne tanze nach Daniels Musik. Ja. Aber wir waren jetzt bei einem Mann. Ich möchte wissen, was dann, ist dein Mann wirklich richtig sauer mittlerweile? Also mein Mann ist so, dass er einfach mir sagt, er will nichts mehr hören, nichts mehr sehen von ihm und er möchte einfach, also er findet ihn ja selber, er hat nie was gegen ihn gehabt. Er hat nur gespürt und gemerkt, dass wenn er mich manchmal fragt, was hast du heute Nacht geträumt, und da ich ein ehrlicher Mensch bin und nicht lüge, habe ich gesagt, ich habe von Daniel geträumt. Gut, aber du, er sagt, jetzt, er stellt dich nicht unter Druck und sagt, hier raus mit dem ganzen Plunder aus der Wohnung, ich will es nicht mehr sehen. Na, er hat es mal angedeutet, aber er hat genau gemerkt, dass er bei mir auf Granit beißt und dass ich ihm sage, du, das gibt es ja nicht, weil als nächstes sagt er vielleicht zu mir, du darfst nicht mehr in eine Disco gehen. Gut, kannst du denn ganz normal und gut weiter mit deinem Mann verheiratet sein, wenn du so angefixt bist in Sachen Daniel Kühlberg? Geht das? Ja, na, das ist eben genau mein Problem. Es ist halt so, dass Daniel so ein bisschen das Gegenteil von meinem Mann ist. Mein Mann ist ernst, Daniel ist lustig und fröhlich. Mein Mann ist nicht romantisch, Daniel ist romantisch. Das sind so Dinge und vieles mehr. Mein Mann tanzt nicht, Daniel tanzt super und aufregend. Und wie ich schon sagte, ich tanze selber gerne. Ne? Sandra, wenn ich dein Mann wäre, dann würde ich wahnsinnig. Ja, dann würde ich wahnsinnig. Gut, trotzdem bist du ein sehr netter Mensch, Domian. Also gegen dich kann ich ja nun gar nichts sagen. Es ist ja nur so, mein Mann, mit dem lebe ich ja 8,5 Jahre zusammen. Ja. Ich kenne ja auch den Alltag mit ihm, ja auch mit mir. Kannst du denn überhaupt mit ihm noch zusammenbleiben? Ja, das ist ja jetzt die Frage. Deshalb rufe ich dich ja an, weil ich hatte überlegt, ob ich nicht nach Bayern ziehe. Weil ich einfach die Berge liebe, schon mal dort auch gearbeitet hatte, schon. Und weil Daniel aus der Gegend kommt. Das kann man jetzt nicht so sagen, aber er hat mich wieder inspiriert, dahin zu gehen, wo ich gerne eigentlich schon seit Jahren hin will. Wenn du sagst, dass du, wir machen eine kleine Pause, ne? Ist richtig angenehm, ein bisschen Stille. Ach, na klar, ich höre dir auch gerne zu. Sport und dein Rat. Wenn du sagst, ich gehe nach Bayern, heißt das ja, dass du dass dein Mann dann nicht nach Bayern geht. Na, ich habe ja gehofft, dass er vielleicht nachkommt. Ich habe ihm das schon gesagt, dass ich dann vorgehen würde und solche Dinge, weil ich möchte in die Berge und in die Natur, weißt du, da, wo ich mich wohlfühle, vom Herz her. Ja. Aber er hat gesagt, das mache ich nicht. Na, er hat gesagt, er würde es schon gerne machen, aber vom Beruf her ist ihm das wichtig, dass er seinen Beruf weiter in Berlin ausübt. Und mir ist Berlin zum Beispiel nicht wichtig. So, jetzt ist klären wir nochmal ganz klar, diese Sehnsucht nach Bayern hat aber wirklich mit Daniel zu tun. Wenn Daniel also nicht die Sehnsucht nach Bayern hatte ich lange und dann hatte ich sie aufgegeben und fühlte mich in Berlin seit Jahren nicht wohl, weil mir die Menschen hier doch ein bisschen zu ernst sind. Okay, aber es hat mir das Lockere und Lustige. Okay, aber es hat es hat aber mit Daniel zu tun. Ja, er hat mich wieder neu inspiriert, darüber nachzudenken. Ich muss immer ganz kurz fragen. Wir müssen so schnell, sonst kommen wir nicht zum Potte. Ja, gerne. Wenn Daniel von der Nordsee käme, würdest du nicht nach Bayern ziehen wollen? Doch, dann würde ich trotzdem nach Bayern ziehen wollen. Er würde mich dann inspirieren, insgesamt irgendwo hinzuziehen, wo ich mich wohlfühle. Er hat mich so weit inspiriert, dass ich in meinem Leben meinem Herz mehr nachgehe, dem, was ich fühle. So. Aber trotzdem rufe ich dich an aus dem Grund, weil ich von dir so gern mir einen Tipp erwünscht habe, was ich machen kann, dass ich meinen Mann, sag ich mal, wieder wie vorher liebe. Aber ich sehe einfach so... du weißt, was ich meine. Ich weiß, wie man das macht. Ich weiß. Ja, bitte. Den ganzen Schrott und Plunder, den du gesammelt hast, ich meine es nicht böse, alles, was du gesammelt hast, an Ansstecknadeln und Bildchen... Ein Tattoo habe ich ja nun auch noch. Alles raus. Weg damit. Na, das dazu kann ich nun nicht. Ja, nee. Das geht gar nicht, weil dann weine ich ja. Also, das geht ja nicht. Dann weine. Bin ich ja wieder traurig und dann bin ich nicht mehr erfüllt von der positiven Energie. Jetzt sag mal, komm, jetzt mal ganz ernst. So kannst du keine Ehe führen. Da ist der Mann weg. Der wird wahnsinnig. Der wird bekloppt.
Echt? Ja, ja. Wirklich? Also es geht nicht. Und auf der anderen Seite, du rennst dich ja jetzt ganz, wirklich ganz ernst, du hast dich da, du bist eine 30-jährige Frau, Mensch, du bist kein Kiddie mehr. Na, das hat ja nichts damit zu doch, tun. Das hat damit, ja nein, das ich werde auch nie mehr so werden. Doch, guck mal, das hat damit, ja nein, das hat damit, nein. Oder der Lorenzo, ja. Ja, die sind langweilig. Okay, nein, Daniel, es hat nein, lass mich sagen. Ja, lass, ja. Entschuldigung. Du rennst dich da in eine völlige Fiktion hinein. Du wirst diesen Typ nie kriegen, niemals. Nein, darum geht's mir auch nicht. Also das ist ja. Du läufst einem Hirngespinst hinterher und gibst dein ganzes normales Leben, was du hast, auf. Und das finde ich wirklich wahnsinnig. Das ist wirklich schon, ich finde es äußerst krass, wirklich. Na, die Menschen, die ich kennengelernt habe, die Daniel mögen, das sind alles liebevolle Menschen. Und darum geht's ich aber dir ganz kurz, das nein. Ja, Sandra, ich weiß jetzt, dass es positive Energie von ihm gibt. Wir beenden das jetzt auch. Die Grundfrage war, wie soll ich wieder meinen Mann lieben können? Du kannst deinen Mann nur lieben, wenn du dich aus diesem Irrsinn rausholst, in den du dich jetzt reingesteigert hast. Das ist wirklich. Ja, aber ich kann ja nicht alles wegwerfen. Das hat mir die Freude vermittelt. Auch dadurch, doch. Also entweder entscheidet man sich für irgendetwas oder man lässt es bleiben. Oder du sagst, okay, mein Mann ist mir egal. Ich gehe jetzt auf Tour letztendlich und pilger dem Daniel hinterher. Ich habe ihn nie betrogen, mein Mann. Das muss ich dazu sagen. Ich bin ein absolut treuer Mensch. Ja. Das muss ich dazu sagen. So, jetzt haben wir alles. Ist nur in meinem Herz. So ja, aber das ist aber so heftig, dass man schon eigentlich Tschüss sagen muss. Ah? Sandra, alles Gute. Domian, viel Tschö. Alles Liebe, danke. Tschüss. Was es alles gibt. Das ist unglaublich. Das war eine 30-jährige Frau. Das war eine 30-jährige Frau. Nicole, 24. Bist du da? Ja, hallo, Domian. Hast du das mitgehört gerade? Ja, ich habe mich ja weggelacht. Es ist ja unglaublich. Ja. Es ist unglaublich, ne, dass Menschen so drauf sind. Ja. Ich kann ja verstehen, dass man irgendwie einen Star hinterher jubelt und aber so? Das ist extrem. Tut mir leid, aber boah, ich glaube, mein Mann wird mich kaputt schlagen. Ja, dass der Mann das überhaupt noch aushält bei Sandra. Ja. Ich wäre im Irrenhaus, wenn ich der Mann von Sandra wäre. Ja, ich auch. Aber ich wäre gerne im Irrenhaus, wenn ich der Mann von Sandra wäre. Oh nee. Ich ging erst wieder aus dem Irrenhaus raus, wenn sie in Bayern ist. Ja, wer weiß, wie es dann ausgeht. Ja. So, Nicole, auf den Schreck jetzt du. Erstmal zu dem Vorigen. Ich habe nicht alles mitgekriegt. Ich habe nur mitgekriegt, dass er 3 oder 4 Mal seine Freundin betrogen hat. Ja, also der Werner. Ja. Wenn ich seine Freundin wäre, dann auf Wiedersehen direkt. Weil das ist nicht normal, weil er hat sich von seiner Frau getrennt. Und dann sowas, ne? Ja, das ist nicht normal. Nee, tut mir leid. Was ich alles höre, ne? Bitte. Die Freundin betrogen mit der Ex-Frau. Ja. Völlig schräg und jeck auf Daniel Kübelböck. Jetzt bin ich mal gespannt, was du erzählst. Also, ich habe mit 16 Jahren geheiratet. Ja? Viel zu früh. Nö. Also, ich bräuch's nicht. Ja, das ist gut, wenn du es so sagst. Ja. Direkt in der ersten Nacht ist meine erste Tochter gezeugt worden. Mhm. In der ersten Ehenacht oder in der ersten Nacht mit dem in der ersten Ehe? Nein, also in dieser Hochzeitsnacht ist die erste gezeugt worden. Ja. Die ist bereits 7. Ja. Und ich bin dann in den Islam eingetreten. Ach, warum? Ich habe das schon in der Schule gelernt, den Islam zu lesen und Ist dein Freund, oder dein Mann, nicht dein Freund, ist dein Mann Moslem? Ja, er ist aus Marokko. Ja. Und er hat dann auch ganz komisch geguckt, als ich ihm das dann gesagt habe. Mhm. Und er meinte da so, ja, wenn du es willst. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will's und ich möchte auch die Kinder so großziehen. Und ja, warum? Erklär's mir mal. Warum will ein 17, da warst du 17 ungefähr? Nee, 16. Genau, 16, die erste danach. Ein 16-jähriges Mädel in den Islam eintreten. Ich kann das nicht erklären irgendwie, das ist. Aber das muss man doch eigentlich erklären können. Wenn ich jetzt dem Judentum übertreten würde oder Buddhist würde oder was, dann muss man das doch erklären. Das sind doch große Entscheidungen, große Schritte. Ich habe da die. Wie nennt man das? Ich habe so gelernt, das Leben anders zu nehmen, als es vorher war.
Ich habe sehr viel Probleme in der Familie gehabt. Meine Mutter hat uns verlassen, da war ich 4. Meine Geschwister sind ins Heim. Ich bin zu meiner Oma gekommen und mit 6 Jahren, wo ich 6 war, ist meine Oma gestorben. Ich verstehe, das sind natürlich schwierige Situationen und auch ein schwieriges Leben, was du hinter dir hattest. Ja. Oder hat es vielleicht doch damit zu tun, dass eben dein Mann Moslem ist und dass du dadurch irgendwie auch eine Annäherung an ihn gesucht hast? Nee, er hat gesagt, du musst das machen, was du willst, wenn du es so willst. Hättest du es auch getan ohne den Mann? Ja. Also mein Vater war auch nicht so streng Muslim, aber er war auch Muslim. Ach so, du kommst schon doch aus einer muslimischen Familie. Also mein Vater hat, da war ich 14, da hat er auch den Islam, ist er zum Islam übergegangen und hat aber eben den Glauben nicht richtig ausgelebt. Ja. Er hat Sachen gemacht, die nicht erlaubt sind im Islam. Zum Beispiel? Er hat andere Frauen gehabt und hat Alkohol getrunken Zigaretten geraucht und hat anderen Frauen in den Rücken hinterher geguckt. Und im Islam steht, dass wenn ein Mann oder eine Frau an jemand vorbeigeht, die ein bisschen aufreizend angezogen ist, soll man die Blicke zum Boden senken. Und mein Vater hat das nicht gemacht. Aber ich habe dann geschafft, dass er richtig zum Islam reingegangen ist. Ach, als du dann auch schon dabei warst? Ja. Ja. Ich habe dann jetzt gesagt... Lass uns dann nochmal einen Schnitt machen, weil ich gerne nochmal nachfragen möchte. Du sagst, so richtig begründen kann ich es nicht. Es war mehr so eine Gefühlssache. Ja. Dann versuch mir doch mal das Gefühl zu erklären. War das für dich vielleicht auch so ein, dass es so eine Heimat war oder eine Geborgenheit in dem Glauben zu finden? Ja, ich habe also die Geborgenheit, die ist für mich total anders. Das ist, wenn ich überlege, meine ganze Familie, das sind ja alles aus katholischem Glauben und evangelischem Glauben. Ja. Aber die haben nicht so der richtige Weg gefunden. Die sind, meine Mutter, die wird nur verarscht von den Männern. Und ich habe gesagt, Mama, such dir einen Mann, mit dem du leben kannst. Gut, aber das hat ja mit dem Glauben nichts zu tun. Du könntest ja so eine Geborgenheit auch durchaus in einer evangelischen oder katholischen Gemeinde finden. Ja, aber bei mir war das so, dass ich habe... Was gefällt dir am besten? Im oder am Islam? Das ist alles. Also ich denke, das ist das Beste, was ich machen konnte. Und meine Eltern, die haben hinterher auch richtig zu mir gestanden. Also wenn mein Vater jetzt kommt und er sieht mich ohne Kopftuch, dann zertritt mich in den Hintern. Also du bist nicht so ganz streng, du gehst ohne Kopftuch raus? Nein. Du gehst mit Kopftuch raus? Ja, also wenn ich jetzt die Türe aufmache und ich weiß nicht, wer das ist, dann und ich habe dann kein Kopftuch an, dann schimpft mein Vater, warum hast du nicht an? Stell mal vor, wäre ein anderer Mann gewesen, zum Beispiel dein Vermieter. Oder habe ich gesagt, Papa, was soll ich machen? Ich kann doch nicht immer mit Kopftuch in der Wohnung rumlaufen. Musst du aber? Ich dachte so, ja, aber du hast mir gesagt, die Zeit kommst du und dann ich muss denken, dass du das bist. Hat er gesagt, ja. Gibt es etwas, was in deiner Religion, in die du eingetreten bist im Alter von 16 Jahren, nämlich den Islam, auch was du nicht so gut findest, wo du Schwierigkeiten hast? Nein. Du fühlst dich rundum gut und wohl? Ja, auf jeden Fall. Wie traditionell legt ihr die Schrift aus? Also du sagst, du trägst ein Kopftuch. Wie ist das so bei euch zu Hause? Sagt dein Mann schon eher so, wo es lang geht und du hast eine eher traditionelle Frauenrolle oder seid ihr sehr gleichberechtigt? Also ich gebe ihm den Ton an. Du gibst den Ton an, ja. Wenn ich zu ihm sage, so, das machst du jetzt, dann macht er das auch. Ja. Also zum Beispiel, seine Mutter ist ziemlich alt. Er ist der Letztgeborene und ich habe dann auch zu ihm gesagt, wenn er eine Woche nicht angerufen hat, ich sag, boah, jetzt rufst du bei der an, sonst kriege ich noch einen Anfall. Und dann, ja, mach ich schon. Ich glaube, dass es ja auch in sehr vielen muslimischen Familien so ist. Wenn das ist von nach außen sehr streng geregelt. Ja. Aber die Frauen haben schon doch auch sehr viel in der Familie zumindest zu sagen, ne? Und haben da die Fäden in der Hand. Also ich sage, wenn irgendwas ist, dann sage ich auch so, jetzt machst du das und
Und er pariert dann auch. Der pariert. So also, sicher das ist ja eigentlich eine Geschichte, die ist sehr ungewöhnlich und aber sehr schön. Nämlich du hast etwas getan, was sehr ungewöhnlich ist für ein junges Mädchen und bereust es überhaupt nicht und sagst, ich habe jetzt einen Glauben gefunden, das ist mein Ding. Ich bin nun mal kein Christ, ich bin jetzt Moslem, aber letztendlich haben wir alle nur einen großen Gott, wenn man gläubig ist und dienen der gleichen Sache. Das ist ja das Wichtigste, wenn man das so übergreifend sagt. Also ich habe in der Nacht von Samstag auf Sonntag habe ich eine Tochter geboren. Mhm. Und auch im Krankenhaus hier bei uns Uniklinik. Mhm. Und da habe ich auch direkt gesagt, ich möchte keinen Arzt dabei haben, wenn keine Hebamme da ist. Mhm. Also eine muslimische Hebamme muss dabei sein. Mhm. Und die haben dann extra eine kommen lassen, weil ich kann nicht mit meinem Körper zeigen für Männer, wenn ich alleine bin. Mhm. Ich habe auch keine Ärzte, sondern Ärztinnen. Mhm. Alles, was ich habe, Zahnarzt, Frauenarzt, ist alles Ärztinnen. Ach, Zahnarzt auch. Es darf auch kein fremder Mann in dir im Mund gucken. Nein. So streng ist es. Also ich bin so. Du bist so. Mein Mann sagt, ist doch egal. Und dann sage ich, nein. Ja. Wer weiß, was andere Männer im Kopf haben, wenn sie sehen ein junges Mädchen alleine. Ja, wenn ich sehe manchmal. Wer weiß, was manche Frauen im Kopf haben, wenn die junges Mädchen alleine sehen. Na egal, anderes Thema. Ja. Nicole, schön mit dir gesprochen zu haben. Schön, dass es dir so gut geht. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Und alles Liebe für deine Familie. Okay, danke. Tschüss. Damian. Tschüss. David, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hi. Hey Domian. Na? Also ich bin auch ein treuer Fan schon. Das ist schön. Das freut mich. Ich hab dich ja schon früher gesehen und dann warst du ja auch bei Stefan Raab. Einige Male schon, ja. Und das war einfach nur geil. Ja. Und ich finde es auch so lustig, was manche anrufen, wie zum Beispiel die mit Daniel Kübelbeck. Mir sitzt der Schock noch in den Gliedern. Ich kenne die. Die war auch mal hier bei so im Fernsehen. Die hat sich richtig Tattoo drauf gemacht und alles. Die war bei Exklusiv oder irgendwo. Das könnte durchaus sein, ja. Was denkst du von solchen Frauen? Ja, eigentlich sind es ja immer Frauen. Ja. Was denkst du von denen? Also, weiß nicht, Daniel Kübelbeck spricht mir nun nicht gerade so zu. Also, vor allen Dingen, ich fand es ja auch lustig, der war ja auch schon bei Stefan Raab. Ja. Und wenn der verarscht wird, der kriegt das ja nicht mit. Das ist es ja, wenn der D war auch mal da, ja. Wo die sich getroffen haben, die fetzen sich ja, weil der D sagt ja nun mal seine Meinung. Mhm. Das ist nicht so wie Dieter Bullen, der will ihn hochpushen, sondern der sagt wirklich seine Meinung, wie es ist. Ja. Und die hat ja auch zu ihm gesagt, das hört nicht mit dir. Mhm. Ja, du wärst nicht für Popstars, du wirst nie was werden. Du wärst rausgeflogen. Wobei ich dir da sagen muss, ich habe die Sendung auch gesehen. Da war ich schon auf der Seite von Daniel Kübelbeck. Weil der die mit seiner ganzen professionellen Wucht, die er schon mittlerweile hat, immer versucht, ich habe es einige Male im Fernsehen schon beobachtet, wenn die beiden aufeinander treffen. Ja, bei Beckmann waren die auch. Nee, bei Kerner waren sie. Oder Kerner, ja. Das finde ich immer unfair. Und da halte ich immer gleich automatisch zu Daniel Kübelbeck, weil das ist mir zu arrogant, wie dieser die, oder wie er heißt, da auftritt. Das gefällt mir nicht, mag ich nicht. Vielleicht soll man mittlerweile auch sagen, er hat sich immerhin durchgeboxt. Ja, gut. Es ist auch nicht mein Ding. Aber krass ist es, wenn dann solche Frauen so drauf sind wie gerade, ne? Das ist schon also wenn ich der Freund wäre, weiß ich nicht. Also ich glaube, ja. Ja, aber deshalb hast du nicht angerufen, ne? Nee, habe ich nicht. Sondern? Ich habe angerufen, weil, ich hatte eine Ausbildung. Ja. Und da habe ich eine kennengelernt. Ja. Also ich bin Fachinformatiker. Ja. Und hatte eben mit Netzwerk zu tun und die ganzen Kunden, also Benutzer betreuen. Mhm. Ja, und da kommt man und die... Ach, da macht man Hausbesuche? Nein, nee. Das war eine riesen Firma. Ach so. Mit einem riesen Netzwerk und pipapo. Und da musste man eben an den Computern was einrichten, bla bla. Mhm. Und da war das dann so, dass man das Verhältnis erstmal so auf Arbeit war super. Mhm. Also das war nicht so ein Versteif, dass man nur mit Schlips rumlaufen musste, gar nicht. Also war richtig locker. Ja. Und da ist man sich auch näher gekommen. Und dann war ich einmal da und musste was einrichten, auch erklären. Mhm. Und da war das dann so, dass ich habe ihr was erklärt mit Outlook. Mhm. Ob sie das so, und dann habe ich gesagt, so, jetzt mach du das, jetzt habe ich dir das erklärt, jetzt schreib mir mal eine E-Mail. Ja. So, und so hat alles angefangen. Wie ist es denn heute? Na, heute treffen wir uns regelmäßig. Jetzt bin ich nicht mehr da. Ja.
Aber wir treffen uns noch regelmäßig. So weit, so gut, könnte man sagen. Eine nette kleine Geschichte. Aber du hast dich bei mir gemeldet. Das heißt, irgendwas ist da im Argen. Ja, der Altersunterschied. Wie alt? Sag's. 41. Naja, ich dachte ja schon 61 oder so. Nein. Dann wäre ich ein bisschen ins Schwanken gekommen. Nee, sie arbeitet ja noch. Du bist 21 und sie ist 41. Genau. Ach. Das sind meine 20 Jahre. Ja, 20 Jahre. Seid ihr denn richtig jetzt zusammen oder wie? Nee, eben auch nicht. Sie hat einen Freund. Mhm. Sie war verheiratet davor und jetzt hat sie einen Freund. Mhm. Aber ja, das ist eben nicht, sie hat auch Stress total mit dem, was, weil der ist arbeitslos. Ja. Und der lügt wegen jeder scheiß Kleinigkeit, zum Beispiel, wenn er sich was geholt hat. Lass uns nicht über den Typ reden, lass uns über dich reden, das ist wichtiger, interessanter. bist du verliebt in die Frau? Ja. Ist sie verliebt in dich? Ja. Und ihr traut euch den richtigen Schritt nicht zu machen? Oder warum traust du dich nicht? Erstmal fangen wir bei dir an. Na, der Altersunterschied. Der Altersunterschied. Wegen, ich weiß nicht, was meine Eltern dazu sagen würden. Ja. Also. Der Bekanntenkreis, Freundschaft, Bekanntenkreis halt. Ja. Das ist. Also, wenn das die Bedenken sind, ne? Die würde ich zur Seite wischen. Ich will aber auch generell nicht die Bedenken zur Seite wischen. Es ist schon sehr viel Zeit, 20 Jahre. Ja. Das kann funktionieren. Das kann aber auch nicht funktionieren. Denn wenn man 41 ist, tickt man in der Regel anders und hat andere Lebenserfahrungen, andere Interessen als jemand, der 21 ist. Ist ja auch völlig normal. Nee, aber das finde ich ja, das Lustige immer schon. Ich hatte auch so mal Arbeit. Ich hatte auch schon mal was mit einer 30-Jährigen. Mhm. Du stehst also richtig auf alte Frauen, ne? Nee, eher nicht. Das ist ja immer das Komische. Ihr 40-jährigen Frauen, bitte, 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 bitte nicht schreiben jetzt. Das meine ich nicht böse. Nee, das ist ja das Komische. Die 30-Jährige, die sah aus wie 23 so. Mhm. Und die kennengelernt. Ja. Und da fragt man ja nicht gleich, zeig mal deinen Ausweis, zeig mal, wie alt du bist. Mhm. Und das sagen auch alle Frauen oder so, die schätzen mich auch alle viel älter ein. Die schätzen mich so von meiner Reife und alles schon so 26, 27 ein. Ah ja, du bist natürlich schon ein Stück älter dann. Ja, und daher ist irgendwie alles komisch. Wie alt ist deine Mama? Meine Mutter? Nein, ich sag bloß, das weißt du nicht. Doch, das weiß ich. Die ist 42. Nee, 59. 59, ja. Ja, könnte ja sein. Ja, rein theoretisch wäre es ja möglich, ne? Ja. Ja. Also, jetzt muss man darüber nachdenken. Also, ich finde ja, letztendlich soll das Herz entscheiden. Wenn du wirklich die Frau gut findest und auch geil findest und dann sollten eigentlich die, was nun die Eltern sagen oder die Kumpels sagen, obwohl das wird Spießrutenlauf unter Umständen werden, ne? Genau das ist es. Mhm. Genau davor habe ich Angst. Aber da muss man für sich irgendwie entscheiden. Wenn du dich verliebt hast in die, dann ziehst eine Weile durch, Mensch. Dann ist es wichtiger, seinem Herzen zuzuhören oder zu hören, auf das Herz zu hören, als auf das, was die Leute so rund um einen herum sagen. Nee, ja, das Problem ist ja auch, sie hat ja schon ein Kind. Ja, und? Meinst du, wie viele 25-Jährige du triffst und kennenlernst, die auch ein Kind haben? Ja, das. Aber das Kind ist so alt wie du, oder wie? Genau, das ist 20. Siehst also du? Ein Jahr jünger. Ja, ist alles kompliziert. Genau, das ist nicht. Also, man muss dann schon unkonventionell denken. Du musst unkonventionell denken, wenn du dich darauf einlässt. Dass du wirklich sagst, komm, egal, völlig egal, ich gehe meinen ungewöhnlichen Weg. Ich versuche es einfach mal. Wenn es nicht funktioniert, gut, dann geht's halt nicht. Aber wenn du mir sagst, wie aus der Pistole geschossen gerade, ja, ich bin verliebt in die, ich mag die, ich finde die gut, ich finde die attraktiv, dann mach es. Ja, das Problem ist auch, wenn es nicht funktioniert, was ist dann? Ja, dann hast du es gemacht und du hast es ausprobiert und das ist doch immer gut, wenn man im Leben sagen kann, ich habe es gemacht. Dann stehe ich aber doch vom Nichts eigentlich da. Warum? Ja, ich weiß nicht, wie meine Freunde reagieren. Ach, so. David, wie viele Beziehungen können auch scheitern mit einer Gleichaltrigen? Das ist ja. Ne? Klar. Also das ist ja nur Quatsch. Also ich glaube, dass du doch sehr viel Wert auf deine Umwelt legst, ne? Was die ja. Nur, ja. Ist nicht gut, finde ich nicht gut. Da wird man immer zum Knecht. Man muss immer mehr selbstbewusst sein Ding durchziehen. Hm. Ja, aber sie hat ja dieselben Probleme.
Ja, ja, ist mir klar. Ja, ja, ja. Was Ihre Eltern sagen würden oder Ihre Tochter vor allen Dingen. Ich will dich da nicht reindrücken und dir sagen, das musst du machen. Auf keinen Fall. Wirklich nicht. Ich sage nur noch mal ganz klar, die Herzen müssen das entscheiden. Und was die Konvention anbelangt, also was die Leute denken, das ist erstmal ziemlich egal. Ja, das Problem war ja auch schon mal, ich habe ihr das ja auch gesagt und alles, und da hat sie dann angefangen zu heulen. Zu heulen? Ja. Warum? Na, wegen dem Altersunterschied. Mhm. Weil sie hat mich ja auch vorher, wie gesagt, älter eingeschätzt. Ja. Ah, ja. Wo das rausgekommen ist. Ja, aber die 3, 4, 5 Jahre, die sie dich älter einschätzt, machen den Kohl auch nicht fett. Ich finde, ihr solltet es ausprobieren, David. Und dann reden wir beide in 2 Monaten nochmal. Ja, das ist eine gute Idee, das machen wir. In 2 Monaten? Ja. Sagen wir, nach Weihnachten unterhalten wir uns. Und du erzählst mir, wie es weitergegangen ist, wie du dich entschieden hast und welche Probleme es gab. Oder du rufst mich an und sagst, Mensch, Domian, wir sind die Glücklichsten überhaupt. Und es ist alles sensationell. Klar, kann ich machen. Ne? Mail uns, dann können wir dich besser erreichen. Dann was? Mail. Genau, ne? Ja, klar, aber dann müssen wir wieder ein freies Thema machen. Ja, das ist kein Problem. Kriegen wir schon reingedreht. Alles Gute, David. Gut, okay. Tschüss. Abend noch und mach weiter so. Tschüss. Tschüss. Chris, 29 Jahre alt. Hallo. Hallo. Ein Mann. Ne? Ein Mann. Ja, hallo, hörst du mich? Ja, ich höre dich schon. Weil Chris, ja. Es gibt auch manchmal Mädels, die sich Chris nennen. Nee, ich bin Junge, genau. Ein Junge. Genau, erstmal ganz groß Lob an deine Sendung, die ist super. Danke, Chris. Ja. Und was geht's bei dir? Ich habe Liebeskummer, ganz, ganz großen. Mit 29 Jahren ist es vielleicht nicht so üblich, weiß nicht. Doch, es ist immer üblich. Na klar, erzähl mal die Hintergründe. Also wir waren 8,5 Jahre zusammen, wir sind zusammengekommen, da war sie 17, ich war 21. Und waren, wie gesagt, bis vor 4 Monaten waren wir zusammen. Was eine schöne lange Zeit ist, ne? Das ist eine verdammt lange Zeit. Ja. Also ich habe geglaubt, dass es weitergeht. Hat sich eigentlich auch nicht weiter abgespielt, dass ich gedacht habe, dass die Beziehung irgendwie zu Ende war. Wir haben uns also ganz, ganz selten gestritten. Wir waren also ziemlich harmonisch und es war alles okay. Und wir haben viel füreinander gemacht, sie für mich, ich für sie. Bis ich rausbekommen habe, dass sie mich betrügt. Mhm. Und das schon seit Februar und das habe ich erst 4 Monate später rausbekommen. Mit einem festen Typ oder immer wieder wechselnd? Nee, mit einem festen Typ, mit dem sie jetzt noch zusammen ist. Ach so, das heißt, das war nicht nur Sex, sie hat sich verliebt. Das habe ich geglaubt, ja. Also sie sagt, sie hat sich verliebt, ja. Na gut, wenn sie jetzt mit ihm zusammen ist. Hat sie wahrscheinlich auch. Warst du die ganzen 8,5 Jahre treu? Am Anfang sicherlich nicht, nein. 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 Davon weiß sie aber nicht. Also es ist nicht so, dass sie gesagt hat, das ist die Rache dafür oder so. Das weiß sie nicht, definitiv. Ich sage jetzt mal so, die letzten 2 Jahre oder das letzte Jahr. Ja. War das alles noch so richtig gut? Ja, es war alles gut. Also nach meiner Ansicht ja auf alle Fälle. Nee, ich glaube nicht, dass alles gut war. Sonst wäre es nicht passiert. Du wirst es nicht gesehen haben. Und das ist fatal. Und das ist ja sehr schlimm, wenn es einen dann so erwischt. Wenn du jetzt so Revue passieren lässt, immer wieder alles so durchblätterst, kommen dir da schon Anzeichen, wo sie vielleicht unzufrieden war oder wo du ein bisschen misstrauisch im Nachhinein sein könntest? Ich weiß es nicht. Also ich habe ganz, ganz oft über dich, aber ganz, ganz oft sie gefragt, wir reden jetzt auch noch miteinander. Mhm. Also wir telefonieren fast jeden Tag oder wir sehen uns auch fast jeden zweiten Tag. Genau. Wie begründet sie es denn jetzt? Man kann ja nicht einfach sagen, ach... Sie gibt mir keine Gründe dafür. Sie hat noch nie gesagt, du hast diesen Fehler gemacht oder jenes gemacht. Sie hat einmal zu mir gesagt, ja, du bist doch nie mit mir Schlittschuhlaufen gegangen. Da habe ich gesagt, ey, Schlittschuhlaufen, ich habe 1000 andere Sachen mit dir gemacht. Vielleicht bin ich mit dir Schlittschuhlaufen gegangen, aber ich habe 1000 andere Sachen mit dir gemacht. Mhm. Also ich bin kein Langweiler, der sich Wochen auf die Couch gesetzt hat und gesagt hat, na, guck ein bisschen Fernsehen, und wir sind immer zusammen weggegangen, wir haben viele Sachen zusammen gemacht. Weißt du, Chris, ich glaube, wenn man so lange zusammen ist und der eine geht plötzlich. Ja, der geht plötzlich, genau. Das ist plötzlich, dann glaube ich, dass sich da in den letzten Jahren vielleicht schon ganz klein immer wieder was zusammengebraut hat, worüber der andere aber nicht gesprochen hat. Und das ist die Schuld deiner Freundin vermutlich. Ich glaube nicht, dass das einfach aus heiterem Himmel so passiert, dass man glücklich ist und schlagartig verliebt man sich in einen anderen. Das glaube ich einfach nicht. Aber ich von meiner Person her war glücklich in der Beziehung. Ich war definitiv glücklich. Ja, aber sie nicht. Sie offensichtlich nicht. Und es ist sehr schade, dass sie nicht richtig redet mit dir. Da müssen irgendwelche Unzufriedenheiten gewesen sein, die überhaupt den Weg geebnet haben für sie, dass sie sich neu verlieben kann. Wie war es denn sexuell? In Ordnung. Also für mich in Ordnung, absolut. Mhm.
Also wir sind beide arbeitstätig, das heißt, wir sind beide arbeiten gegangen, da hatten wir eine Macht, also wirklich noch nicht jeden Tag, aber ich sag mal, dreimal die Woche oder viermal die Woche, war nach 8,5 Jahren hoch, völlig normal. Absolut. Ja. Du möchtest sie gern zurückhaben? Ich will sie zurückhaben, ja. Aber sie ich krieg sie nicht zurück, ich weiß es. Ja. Das weiß ich nicht, aber du hast gesagt, sie ist jetzt mit dem anderen zusammen. Sie ist mit ihm zusammen, ja, sind sogar weggezogen. Also, ja, ich finde, das ist schon schlimm genug und traurig genug. Ich finde, du solltest ihr, wenn ihr einen guten Kontakt miteinander habt und nicht zerstritten seid, seid ihr ja nicht. Mehr oder weniger. Also es sind immer Sachen, wo ich sage, wo ich nicht mit dir reden kann, weil ich einfach auch nicht will. Und wenn sie mich anruft, dann bin ich betroffen, oder dann bin ich pampig oder bin ich stinkig oder sauer. Ja klar, weil du verletzt bist, ist ja auch klar. Du bist verletzt, ist auch völlig normal. Wenn du sie zumindest dazu bekommen könntest, ich finde, das ist so ein Recht, was der Verlassene hat, dass der andere erklärt, ein wenig zumindest erklärt, was in ihm vorgegangen ist. Das tut sie nicht. Ja, das finde ich nicht gut, dass sie es tut. Und versuche es ihr näher zu bringen, dass sie es tun soll, weil es dir ein bisschen hilft. Es wird deinen Schmerz nicht nehmen, nein. Aber es wird dir so ein bisschen das erklären. Und vor allen Dingen kannst du daraus auch lernen für die nächsten Beziehungen. Das ist ja auch wichtig. Denn du hast irgendwas nicht gesehen. Sicher, habe ich auch immer gesagt, dass irgendwie kann es nicht gestimmt haben, aber selbst die Freunde, die uns wirklich dolle kennen und näher kennen, mit denen wir viel zusammen gemacht haben, ja, die haben alle gesagt, also wir hätten nie gedacht, dass ihr euch trennt, das war für die alle ein Schock, hundertprozentig. Wir haben viele Freunde und Bekannte, die pärchenweise, die zerrüttet waren, zerschritten und gesagt haben, das ist ja keine richtige Beziehung. Das ist, nein, die, dann hat sie, ein Beispiel nehmen. Sie hat runtergeschluckt, sie war wahrscheinlich auch harmoniesüchtig, dass es keinen Streit gab, aber irgendwann ist das Fass übergelaufen und dann hat sie sich verliebt. Versuche es rauszukriegen, warum. Es wird dir ein bisschen helfen, ein bisschen. Es wird dir nicht den Schmerz nehmen. Aber so steht man ja wirklich da wie vor einem Rätsel und weiß gar nicht, was gelassen. Ich stehe vor einem Rätsel, hundertprozentig. Als sie weggegangen ist, ich stand nicht vor einem Rätsel, ich stand vor einem riesen Loch in meinem Leben. Ich wusste nicht, ich habe ja nicht viel geschaffen und ich habe mich eigentlich nur viel um sie gekümmert, also sie und der Hund, also den wir hatten oder den wir haben. Ja. Und wenn man so lange zusammen ist, dann ist ja auch alles irgendwie auf den anderen abgestimmt und auch geplant mit dem anderen, was man also noch machen möchte und dann wird das so guillotinemäßig abgehört. Und dann sitzt du plötzlich da und du weißt nicht mehr, für wen, für was und was zu machen. Das ist alles total sinnlos im Moment gewesen. Ja. Versuche, auch wenn sie Fehler gemacht hat, versuche du jetzt keine Fehler zu machen und sei nicht pampig zu ihr, sei nicht, tu jetzt nicht Dinge, die du vielleicht in ein, zwei Jahren bereuen wirst. Versuche mit Haltung das durchzuziehen. Ja, mit Haltung, aber ich habe sie auch damals, als ich sage, ich will nicht dein Freund sein, also so dein Freund, dass sie sagen, ja komm, lass uns Freunde bleiben. Dieser Satz, den kann ich überhaupt nicht ab. Ja, ich auch nicht. Also, Chris, versuche zumindest das rauszukriegen. Ein bisschen wird es dir Unterstützung geben. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Die Anke haben wir hier noch. Hi. Hallo Anke, wie alt bist du? Ich bin 35. Hallo Anke. Zu welchem Thema? Nochmal zu der Dame mit dem Daniel Kübelberg. Ah ja. Und? Also in meinen Augen spinnt die Frau ganz einfach. Naja, wir wollen sie nicht beleidigen. Aber sie ist schon, sagen wir mal, heftig drauf, ne? Also finde ich schon. Ja. Bist du denn auch ein Fan von diesem Sänger? Nein, auf keinen Fall. Weißt du, ich fand den damals ganz gut, wie die Sendung angefangen hat. Da fand ich ihn ganz interessant, weil er so ein bisschen rausragte aus diesem Ganzen. Aber er ist mir ziemlich schnell auf den Puffer gegangen. Ja. Der hat ein ganz hohes Ads-Potenzial. Wie schätzt du das denn ein, wenn Frauen auch in deinem Alter so sehr darauf abfahren? Ich weiß nicht. Also diese Frau ist in meinen Augen definitiv unnormal. Ich glaube, dieser Junge steht noch nicht mal auf Frauen. Nee. Also, man hört es so, ne? Ja, würde ich einfach mal so sagen. Und dann bestimmt auch nicht auf Frauen in dem Alter. Ja, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das ist völlig ein Hirngespinst, ist das. Ja, natürlich. Sie setzt ihre Ehe dafür auf. So, das habe ich ja auch gerade gesagt. Was denkst du denn, was der Mann tun sollte? Ja, weg, ab in eine Tonne. So. Auf Wiedersehen. Mach's gut, werd glücklich mit deinem Daniel. Zieh du nach Bayern, nach Eckenfelden oder wie auch immer das heißt. Genau, so heißt es, genau, ja. Genau, geh da hin, werd glücklich und lass dir noch ein paar Tattoos machen, aber lass mich in Ruhe. An seiner Stelle, ich hätte die Frau wirklich schon weggejagt. Also, ich habe das ja gerade auch gesagt, dass ich das nicht ertragen könnte. Du bist meiner Meinung. Das ist schön, das zum Schluss noch zu hören. Anke, die Sendung ist vorbei. Gut, dass du noch durchgekommen bist und hast kurz dein Statement sagen können. Vielen Dank. Alles Liebe. Dir auch. Tschüss. Tschüss.
So, Freunde, Freundinnen, in der Technik war Gunnel Blendin. Morgen heißt unser Thema Geschichten rund um den Mund. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Tschüss.